Hallo meine lieben Kreativen. Ja, heute habe ich ein Unboxing für euch, weil die liebe Annie von Diamond & Pictures hat mir ein Päckchen geschickt. Ihr kennt das ja alle schon. Ein Tauschpäckchen. Ja, meins wird auch jetzt, denke ich mal, Anfang Februar weggeschickt. Ich muss dafür noch ein bisschen was machen. Dann macht sie natürlich auch wieder ein Video dafür. Aber dazu muss ich sagen, ich bin jetzt gerade auch nicht alleine. Ja, ich sag da mal Hallo und Gude aus Kovalenz. Genau. Ja, ich bin ganz gespannt, was die Anni uns da eingepackt hat. Ja, ich auch. Was willst du jetzt mit deinem Handy? Du brauchst gucken, ob das Handy funktioniert. Nee, du brauchst nicht filmen, weil wir machen das jetzt hier zusammen. Ah, so, gut. Pass auf. Also, die Adresse hat der Micha natürlich schon abgeklebt. Deswegen habe ich nämlich auch kein Intro drin jetzt. Und ich würde sagen, wir machen das einfach mal auf. Ja. So, nur gut vorsichtig. Weil das scheint nämlich wirklich, wirklich voll zu sein. Hol das mal so. Ja. Einmal. Also schon mal gut verpackt. Ja, sehr gut verklebt. Könnte ich gewesen sein. Da hätte ich wieder ein zu viel gekriegt, wenn du ein Paket zuklebst. Aber wenn du nämlich ein Paket zuklebst, dann gehst du mir immer auf den Zeiger. So. Machen wir die Seite auch noch. Ne? So, genau. Dann würde ich sagen, gucken wir mal rein. Oh, ich sehe direkt was. So, ups. Ui. Ui. Warte, ich muss mal gerade hier so ein bisschen das anders machen. So. Anni. Sind das Stifte? Guckt euch das mal an. Das sind massig Stifte. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, aber definitiv. Ja, danke, 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 Süße. Das ist echt gut. Du weißt ja, wir können die immer brauchen, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Das sind einige. So, haben wir das als erstes. Dann ist natürlich auch das drin, was wir besprochen hatten. Genau, wir brauchten nämlich Nachschub, so in bestimmten Farben. Und da die liebe Anni ja keine mehr macht, keine Stifte mehr mit Fimo, haben wir das ganze Zeugs jetzt. Boah, Micha, das nimmt hier gar kein Ende. Da sind auch noch welche. Also ganz viel Fimo. Oh, da sehe ich schon was anderes, ne? Guck mal, ganz viel. Ich gebe dir das mal rüber. Das mal. Wir machen auf jeden Fall gleich noch ein Foto. Hier ist nochmal Fimo. Oh, ganz viel Steinchen. Ganz viel Steinchen. Ja, hier drin hat sie alles Aufsätze. Boah. Aufsätze und. Und Mehrfachsätzer. Ja, perfekt. Mehrfachsätzer. Super. Super, super, super. Und dann gucken wir mal hier. Das ist die 12. Wo ist denn die 12? Ah, hier ist die 12. Oh, guck mal. Das ist was für dich, Micha. Ja. Das gucken wir uns gleich mal zusammen an. Das genau. Lege ich mal gerade zur Seite. Und dann haben wir... Was hast du denn hier? 1, 2, 3, 4. 4 Bilder. Und Arbeit für Micha. Pass auf. So. Ja, du hast ja was an deinen Ja, Händen. Ich sehe es. Ja, das ist ein bisschen aufgegangen, aber nicht schlimm. Selbst die hier unten piddelt gleich der Micha raus. Ja. So, die Bilder gucken wir gleich zusammen. Ich hole jetzt erstmal hier die Steinchentüten raus. So. Guck mal hier. Ja, guckst ja, du ja, das da? Das ist, ja... Ne, tut zur Seite. Mach ja, mach zur Seite und dann gucken wir gleich. So. Dann wollen wir doch mal gucken hier mit den Bildern. Da bin das ich. Sind so viele Bilder. Gucken, was mir gefällt. Ja. Das hier bestimmt, gell? Ja, das auch. So, ja. Ich stelle mal ganz kurz die Kamera um. Augenblick. Ich hatte nämlich gerade ein bisschen höher gestellt, die Kamera, damit man auch das ganze Päckchen sieht. Aber das brauchen wir jetzt nicht.
Es sind eckige Steine, Micha. Ja. Ja. Cool. Die gucken wir uns gleich mal genauer an. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal das Bild an. Ja, vor allem wie groß das ist. Das ist glaube ich groß. Das braucht man jetzt nicht. So. Gucken wir mal. Och, ja. Ja. Oh, dann mache ich an einem Tag fertig. Das okay. Will ich sehen. Okay, ich nehme die Aussage zurück. So, gucken wir mal gerade. Ich zeige euch das gleich, wie das Bild aussieht. Erstmal gerade hier die Leinwand gucken. Ja, das Bild hat die Maße 40 x 50. Und klebt sehr gut. Ja, ich zeige euch das mal gerade. Also, ups, ich bin hinten ans Stativ gekommen. Ja, also ich muss sagen, der Druck ist wirklich gut. So, dann gucken wir mal gerade. Schwupp, schwupp, schwupp. Ich bin Meister im Zusammenrollen und der Micha darf die Gummis hier drum machen. Du wolltest ja nicht das Bild gerade mal nochmal komplett zeigen, dass man das da versteht. Nee, ich zeig das hier drauf. Ach so. Ich zeig das hier drauf, weil die liebe Anni hat nämlich die Legende einlaminiert. Und da sind auch noch mal die Maße drauf und natürlich auch das Bild. Guckt mal, ist das nicht toll? Mit dem Wasser und dem Baum. Sieht richtig geil aus. Das sieht richtig toll aus. Und wie gesagt, es hat eckige Steine. Oh, ich sehe direkt eine Farbe, die mir gefällt. Hm. Ja, hier, das hat eckige Steine. Das ist mal wieder was für Mutti hier. Mit der eckigen Steinchen. Echt? Ja. Meinst du? Ja. Das könnten wir auch rein theoretisch als Projekt zusammen machen. Was hältst du davon? Das hört sich gut an, weil in naher Zukunft habe ich auch ein eckiges, was ich vorstellen darf. Ja. Ich weiß, hast du mir heute erzählt, wo ich auf der Arbeit war. Hast du mir eine Nachricht geschrieben? Ja. So, ich zeige euch gerade noch eine andere Farbe. Oh, die Farben sind aber schön. Und schöne eckige Steinchen. Das ist toll. Darüber freue ich mich schon mal. So, ich tue das da gerade schon mal rein. Siehst du, die Anni, die hat hier nämlich nummeriert. Die hat da drauf die 12 und die hat hier drauf auch die 12. Dann weiß sie immer, aha, das ist von den Steinchen, das Bild. So, dann tun wir das mal gerade da rein. Das ist dann das erste Bild. Ups, hier ist Tesafilm. So, dann gucken wir mal weiter. Weil sie hat hier nämlich noch mehr Bilder. Hehehe, cool. Das nehmen wir das mal als erstes. Ah, was ist das denn? Ist das rund oder eckig? Ich glaube rund. Ach, das wäre nämlich was für mich. So, Moment. So, guckt mal. Zwei Clowns. Und ich glaube, die Farbe hier unten ist cool. Ich guck mal gerade nach, welches Päckchen das hier ist. PSD 122. In der Zeit kannst du mal gerade was erzählen, Micha, was du willst. Ja, also wäre die Pinky damit einverstanden, wenn ich das Bild machen würde. Weil das würde wunderbar zu meinem Projekt passen, was ich demnächst vorhabe. Weiß ich noch nicht, das muss ich mir noch überlegen. Ich bin auch ganz lieb zu dir. Ja. So, ich habe hier die Steinchen gefunden und ja, Micha, sie sind rund. Es sind runde Steinchen. Das ist ja super. Und auch diese Steinchen sehen echt gut aus. Ja, auf jeden Fall. Ja, mal gucken, wenn du lieb bist, vielleicht. Oh, das ist aber echt cool, das Bild. Hm. Ach, siehste, haben wir ganz vergessen. Genau, den Klebetest. Oh ja, das klebt auch gut. Und guckt euch mal die Auflösung an. Ich war gerade am Überlegen. Ist echt auch gut. Hm. So, haben wir das. Ich habe da eben ein Bild gesehen. So, nehmen wir das nächste. Schwuppdiwupp. Nehmen wir das hier.
So, das ist 30 mal 40. Oh, da müssen wir mal gucken mit der Folie. Ja. Das ist eine Ballerina, würde ich sagen. Aha. Ja, Ballerina. Hat 20 Farben und scheint auch rund zu sein. Das ist LG. Guckuckum. Auch wieder viel Blauton, Gelbton und Weißton. Ja, das sind sie. Och, das geht. Guck ja. mal. Ja, aber das sieht hier so aus. Ja, das geht. Guck mal hier, das sind auch so grünlichere Töne. Ja, es sind auch runde Steinchen und ich muss sagen, also die Steinchen sehen auch gut aus. Mhm. Und auch hier gucken wir mal gerade nach der Klebefläche. Ja, die ist gut. Und ich zeige euch mal gerade die Auflösung. So. Vor allem auch hier die Details hinten mit der Rückenschnürung. Da bin ich echt gespannt drauf, wie das aussieht. Ich auch. Ja. Dann geht es weiter. Ja, bitteschön. Dann nehmen wir das nächste Bild. Oh. Das ist auch cool. Ja, das habe ich ja bei dir schon im Video gesehen. Das ist echt cool. Weißt du, was das ist, Micha? Irgend so eine Frau, die so komisch aussieht. Das ist Alice im Wunderland. Ah! Ja, die ist angemalt. Die hat so eine Maske, hat die auf. Ah, okay. Ja, auch cool. Wird bestimmt geil aussehen. Oh ja, oh ja. Machen wir den Klebetest. Erst den Klebetest, nicht erst die Steinchen? Erst den Klebetest. Oh ja, das ist gut. Ja, das Bild hat auch die Maße 30 mal 40. Ist für die Auflösung ganz gut. Ja, also muss ich echt sagen. Also. So, mal gerade gucken, welche Steinchen sind da denn? Das sind die hier. Die Steinchen sind das, gell? Ja. Ja. Und auch die sehen gut aus. Das sind auch wieder runde. Ja. Könntest du auch machen. Ich? Ja. Kannst du auch machen. Nein. Sorry, ich habe zu viel heute mit Leuten aus dem Westerwald verbracht. Auf der Arbeit. Wir haben heute fast nur Patienten aus dem Westerwald. Ja, schmeiß weg, Micha. Ja, ist nur die Rezeptur. Ich habe sogar ein Bild übersehen, sehe ich gerade. Das habe ich nämlich vorhin gesichtet. Ich habe gedacht gehabt, das wären jetzt weniger. Ah, gut. So, das ist auch 30 mal 40. Und das ist der Eiffelturm. Wahnsinnsauflösung. Dafür, dass es nur 30 mal 40 ist. Ja. Wahnsinn. Das stimmt, ja. Und auch die Klebefläche ist gut. Und ich hole euch nochmal dran wegen dem Druck. Ja. Das hat es dir angetan, hier, das Bild? Nee, nicht das. Ja, das mit den Dings, ne? Hä? Das da, ne? Mit den Clowns und das da. Nein, das kriegst du nicht, was Wie, du das haben krieg ich nee, nicht. Das kriegst du nicht. Das habe ich gerade schon gesehen, das will ich machen. Wisst ihr, Anni, jetzt kloppen wir uns hier schon, wer die Bilder macht. Ja, dann mache ich einen Eiffelturm. So, das sind auch wieder runde. Auch diese sehen echt gut aus. Ja. Also Micha macht den Eiffelturm und ich mache das andere. Ja, Micha, du willst die Clowns haben, dann kriegst du nicht noch das. Ja, dann behalte du das, ich behalte die Clowns. Ja. Ganz einfache Chose. Das behalte ich. Weil, guckt mal. Guckt mal. Das Bild ist so cool. Ich finde das echt so toll, das Bild. Ja, das Bild hat die Maße 30 mal 40 und ist ein Teilbild. Okay, mach du das Teilbild. Alles cool, oder? Das ist cool, ja. Ja,
Soll ich dir was zeigen? Ja. Da sind diese... Das sind Strasssteine. Genau, mir ist das Wort jetzt so nicht eingefallen. Ja, Strasssteinchen. Oh, da freue ich mich drauf, das zu painten. Ja, und ich weiß auch schon wann. Heute. Nee. Heute nicht. Heute nicht. Nee. Anderthalb Stunden, Überstunden haben mir gereicht heute. Ja. Ja. Nee, 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 nee. Ja, wie gesagt, das hier hat Strasssteinchen und ich sehe hier auch schon so kleine Perlen. Wartet mal, ich hol das mal raus. Weil da sind nämlich so ein paar Sondersteine drin. Ja. Ja. Und, oh, die Farbe ist toll. Mhm. Die ist toll. Genau, hier sind nämlich diese Sondersteinchen. Die sehen dann aus wie Perlen. Also hier in Blau und in Weiß. Und dann sind hier halt noch anders geformte, so tropfenförmige und etwas größere. Auch in Lila ist hier. Und hier sind die ganz großen. Und dann nochmal andere Tropfen. Ja. Darüber freue ich mich. Ja, du auch? Ja. Ja, gell? Ich freue mich über die Clowns. Ja. Das ist genau passend. Also man könnte meinen, die Annie hat das irgendwie durch die Pusteblume gehört. Das Problem ist, die Annie kennt uns schon so lange und wir brauchen noch nicht mal was sagen. Also ich habe das auch schon so oft gehabt, da wollte ich was sagen und dann hat Anni es aber schon vorher gesagt und dann habe ich es sein lassen. Ja, 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 ja. Ja, Anni Maus, danke, danke, danke. Also wir freuen uns wirklich tierisch darüber. Ja, also wirklich vielen, vielen lieben Dank. Ja, das sind richtig tolle Sachen. Vor allen Dingen, ich bin hierüber gespannt. Der Micha hat ja noch zu tun. Ja, wir müssen unbedingt drehen. Du musst mir unbedingt die Fingernägel. Nee, das kann Alina auch. Alina kann dir auch die Fingernägel machen. Aber ich war ja jetzt auch erstmal lange Zeit wieder arbeiten. Deswegen bin auch ich ein bisschen eingeschränkter. Genau. Und ich sehe gerade, Micha, das sind runde und eckige. Ja, also ihr wollt unbedingt, dass ich das Aschenputtel-Projekt... Na klar. Also damit habe ich das jetzt... Was ich jetzt vorrätig an Steinen habe, ich glaube, definitiv noch bis Ende des Jahres. Ja, also pro Woche mindestens ein Video kommt hin. Ja. Wenn nicht sogar noch mehr. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr Steine habt, die ihr nicht braucht, ja, dann verlängern wir das Aschenputtel-Projekt auf nächstes Jahr. Ja, weil demnächst wollen wir nämlich auch noch das Projekt starten, dass wir dann mal versuchen, selber zu pixeln. Und da können wir nämlich auch Steinchen ohne Ende gebrauchen. Ja. Mhm. Und der Micha hat noch so ein paar Bastelideechen. Genau, aber das kommt alles nach und nach. Mhm. Genau. Ja, liebe Anni, in diesem Sinne, danke, danke, danke für die tollen Bilder. Natürlich auch für die Stifte und für das Fimo. Nee. Ja, darüber freuen wir uns natürlich sehr. Da hast du dir echt was einfallen lassen mit den Bildern. Also ich bin echt geflasht. Also gerade auch hier von dem Bild hier, weil ich hatte es halt bei dir im Video gesehen und ich habe nicht damit gerechnet, dass wir dieses Bild bekommen. Habe ich auch nicht mitgerechnet. Nee. Also ich bin total baff. Ja, wie gesagt, danke, danke, danke. Fühl dich gedrückt. Einen dicken Knutscher von mir. Und... Ja, wie ich dir ja schon gesagt hatte, also das Päckchen von uns, das dauert noch einen Augenblick, weil ich dafür noch etwas am Herstellen bin. Was es ist, verrate ich nicht. Das wirst du dann sehen, wenn es ausgepackt ist bei dir. Ich wollte gerade ergänzen bei dir. Genau. Ja, also sei gespannt. Ja. An alle anderen natürlich, danke fürs Zusehen. Moment, Moment. Du wolltest nochmal alles zusammenpacken, dass man nochmal alles zusammen sieht. Echt? Ja. Ich habe ja gesagt im Foto.
Ja, komm, lass uns das nochmal gerade alles zusammen. Ja, sollen wir die Bilder ausgepackt kriege ich die gar nicht drauf. Kannst du nur zusammenrollen? Ja, ich kriege die gar nicht alle drauf. Pass mal auf, wir machen das jetzt mal so. Wir tun jetzt gerade mal hier alles zusammen hin. Das. Das große Boah. Anni, was machst du mit uns? Du bist wahnsinnig. Ich leg das mal gerade hier drauf. So. Du machst hier Sachen mit uns. Echt. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja, jetzt hast du es selbst umgeschmissen, Micha. Ich leg das mal hier so rein. Ja, also wie gesagt, das passt hier fast gar nicht ins Bild rein. Das ist echt so derbe viel. Und Anni, Schatzi, danke, danke, danke. Ja, vielen, vielen Dank. Das können wir echt gut gebrauchen. Ja. Und natürlich werden diese Bilder, die wir natürlich auch painten, natürlich auch mitgefilmt. Genau, also alle Bilder, die wir da haben, werden auch nach und nach noch gepaintet. Und dann werdet ihr über jedes Bild informiert. Und gerade auch, wenn ich von Firmen Sachen bekomme, dann werde ich natürlich das auch mit euch zusammen machen, damit ihr dann wisst, ihr könnt dort bestellen oder lasst es lieber bleiben. Ne? Ja, wie gesagt, in diesem Sinne nochmal danke. Küsschen. Auch ein Schnüsschen. Genau, mit Mundschutz. Und Abstand. Ja. Ja, und ja, danke fürs Zusehen. Ich bin echt sprachlos. Oh, Anni, wann hast du mich mal so sprachlos gemerkt, ey, hier? Hä? Wann hast du mich mal so sprachlos gemerkt? Hier? Ja, siehst du, ich bin schon. Nix Deutsch mehr, ne? Deutsch weg. Oh, wei. Oh, Anni. Du machst Sachen mit mir. Ja, wie gesagt, danke natürlich auch an alle anderen fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Unboxing gefallen. Und seid auch wieder beim nächsten dabei. Ja, genau. No? Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.